Hallo Roche Pasch, ein herzliches Roche Pasch. Wir grüßen vom Oranienplatz den Widerstand in Afrin und sagen, wie der Genosse schon gesagt hat, ihr verteidigt uns, wir verteidigen euch und protestieren gegen die Waffenlieferung aus diesem Land, gegen die NATO-Angriffe auf Nordsyrien. Liebe Freundinnen und Genossen, nach dem Sieg über den IS in Raqqa, in dem tausende Menschen aus der Demokratischen Föderation Nordsyriens, viele davon aus Afrin, gefallen sind, bringt die AKP-Regierung nun Krieg über eines der sichersten Gebiete in Syrien. Hierin waren Tausende, Hunderttausende von Menschen aus Aleppo und Idlib vor dem Krieg geflohen. Und die Bevölkerung von Afrin hat sie aufgenommen und mit allem, was sie geben konnte, versorgt. Nachdem nun Erdogans Pläne gescheitert waren, den Krieg durch seine Stellvertreter, den IS, ausführen zu lassen, greift er selbst an. Er begründet dies mit der angeblichen Gefahr, die auch von Afrin ausgehe. Doch von Afrin ging nie eine militärische Aggression gegen die Türkei aus. Die wirkliche Gefahr, die von Afrin ausgeht, ist die, dass dort Menschen ihrem Traum von einem freien Leben folgen. Sie bauen gesellschaftliche Strukturen auf, in denen die verschiedenen Ethnien friedlich zusammenleben können und die Frauen sich durch eine selbstbestimmte, autonome Organisation aus ihrer Unterdrückung befreien. Die AKP-Regierung weiß, dass die wahre Kraft nicht in einer großen Armee liegt, sondern in gelebten Utopien. Und sie weiß genauso, dass sie diese Kraft selbst nicht besitzt. Die Regierungen, die Institutionen, die mit der Argumentation geschaffen wurden, eine Wiederholung des Zweiten Weltkriegs zu verhindern, schweigen zu der Besatzung Afrins. Sie äußern vorsichtig ihre Sorge, denn auch sie sind Teil einer patriarchalen Ordnung, die ihre Schwäche mit Bomben und Kriegen, mit Verträgen und Abkommen zu überspielen versucht. Sie haben kein Interesse daran, dass die Kriege und die Unterdrückung aufhören, denn dann müssten sie mit Menschen auf Augenhöhe kommunizieren. Der Angriff auf Afrin bedeutet vor allem eines. Es ist der Angriff der patriarchalen Kräfte auf Frauen, die sich ihnen nicht länger unterwerfen. Frauen, die ihren Willen zur Freiheit und den Glauben an sich selbst wiedergefunden haben. Frauen, die lieber sterben, als sich irgendwelchen neuen Machthabern zu unterwerfen. Der Angriff auf Afrin bedeutet aber auch einen Angriff auf unsere Träume und Hoffnungen. Was wir hier nicht einmal zu träumen wagten, ist in Afrin und der Demokratischen Föderation Nordsyriens Wirklichkeit geworden. Frauen haben revoltiert, Frauen haben sich befreit und Frauen tragen Sorge dafür, dass sie ihre Errungenschaften nicht mehr verlieren werden. Im Gegenteil, sie befreien sich immer weiter und sie helfen anderen, auch Männern, sich selbst zu befreien. Der Kampf der Frauen von Afrin ist auch unser Kampf. Darum lasst uns alle gemeinsam für Afrin aufstehen. Lasst uns unseren Traum vom freien Zusammenleben wiederentdecken und lasst ihn uns zum Blühen bringen. Lasst uns wie Menschen, wie die Menschen von Afrin, aufstehen und das scheinbar Unmögliche wagen. Lasst uns über uns selbst hinauswachsen und die Revolution von Rojava auch hier zum Erblühen bringen. Hoch lebe der Widerstand von Afrin. Jin, Jian, Azadi! Jin, Jian, Azadi! Jin, Jian, Azadi! Jin, Jian, Azadi.